So today, actually, I want to talk to you about the tour I am planning to do, which I have done. First stop in Frankfurt was great. That's crazy, bro. Yeah. That was crazy. I saw scenes of it. I was like, OMG. Yep. So guys, that was amazing. So we're gonna do it again, and stay tuned for the city. But I'm gonna show you some scenes of it, and you know, make sure whenever I announce the date and the places you can get tickets for, be fast, because last time it sold out quick. I couldn't even get seats. I thought I had a connection, you know? I was bro, like, bro, hook me up. Listen. But what is it about? So I'll tell you. How to be a billionaire. No, it's like, it's Illuminati secrets, guys. No, it's just... If you want to be a part of the membership, he's selling seats in Illuminati. Guys, Saigon is actually doing a tour. The score! Saigon, Yalchin. We have a big announcement. Rashid's freezing. Dubai is like cold right now. Let's go. So here's the thing. Now that I'm with Saigon and Rashid, Saigon actually has a quick announcement. Guys, Saigon is actually doing a tour. So I'm doing a tour and I want you guys to know that I want Mo and Rashid with me. I'll take care of all the expenses. I know a lot of you always say like, yo, we want Saigon to do his own show. Doing a show in Germany. Everybody go support. Go support. I'm going to be trying my best to come as well. Guys, so today I have the opportunity before the show to meet some of you guys, and it's really, really inspiring. You have so great ideas, and we can just discuss it before we actually go there. So yeah, there's the next one already waiting. Ja, die meisten Menschen, 97% der Menschen in Deutschland, die minimieren ihr Abwärtspotenzial. Ich glaube, ihr seid aber einer der 3%, die das eben nicht wollen. Ist doch voll riskant, Unternehmer zu werden. Weißt du, wann es riskant ist? Wenn man Risiko nicht versteht. Es gibt nur 4 Arten von Risiko. Okay, wir wollen heute ein bisschen Spaß haben, aber darum geht's nicht. Also ich bin kein Sänger, kein Tänzer, es sei denn, ihr wollt, dass ich das. Sondern ich bin eher einer, der heute einen Wunsch hat, und zwar, wenn ihr nach Hause fahrt, dass ihr sagt, hey, ich habe heute was gelernt. Und dann geht es auch Richtung Business Planning Team, Finanzierung und Business Intelligence, dass wir wirklich was lernen. Ja, das ist wichtig. Und dann schaut ihr euch das an und ihr werdet feststellen, dass es eine bestimmte Sache gibt, die eure Ansicht auf Geschäft plötzlich komplett ändern und bestimmt für immer. Und wenn ihr euch bestimmte Aktionen anschaut, die Unternehmen machen, werdet ihr euch immer daran erinnern, was ich euch erzählt habe, hoffentlich. Ihr schaut euch das dann nicht mehr als Konsument an, sondern ihr seht, was der Grund dahinter ist, was die Unternehmen, warum sie das machen. Im Grunde genommen gibt es Folgendes. Möchtest du Saigon live sehen? Er hat mir einen Einblick gegeben, wie er verschiedene Dinge angehen würde, was mir jetzt eben sehr viel gebracht hat. Er hat mir noch Tipps gegeben, wie ich vielleicht die Sache ein bisschen besser noch angehen kann, wie ich mich absichern kann, ob es so richtig ist, wie ich es mache. Und ich denke, das wollte ich eigentlich wissen und habe ich auch bekommen. Saigon Yalchin ist für mich ein Vorbild. Er inspiriert mich durch seine Videos, durch das Event heute. Auch das Gespräch war sehr interessant. Ich freue mich, hier zu sein. Wenn man mit ihm im 1:1 Gespräch ist, dann wirkt er auch sehr sympathisch, sehr beruhigend, sehr ruhig und macht einfach Spaß, mit ihm zu sprechen. Er hat mir einfach nochmal meine Meinung, die ich hatte, bestätigt. Und es hat mir die nötige Selbstwirksamkeit gegeben, die mir gefehlt hat vorher. Ja, ich muss auf jeden Fall sagen, Saigon ist ein krasser Typ, große Inspiration, ich glaube, für viele Leute da draußen. Ich muss sagen, sehr
humble geblieben. Ne? Finde ich auf jeden Fall eine große Inspiration und auch eine Motivation. Also in erster Instanz geht es, glaube ich, mal darum, so sich seine eigenen Ziele darin so ein bisschen zu erfüllen. Der Sache, der man am liebsten nachgeht, die große Leidenschaft in Verbindung mit dem Unternehmertum, ist, glaube ich, das, was das eigentliche Ziel sein sollte und nicht dieser erste Aspekt Geld und Geld verdienen. Also man sollte da in seiner Tätigkeit schon probieren, irgendwo aufzugehen und seine Leidenschaft nachzugehen. Einer der einflussreichsten jungen Menschen im Unternehmertum. Seht Saigin Yalcin live, hört seine inspirierende Geschichte, wie er nur mit einem Rucksack nach Dubai gezogen ist. Erfahrt, wie er das größte Online-Mode, dann Automobil und nun zahlreiche andere Unternehmen im Nahen Osten aufgebaut hat. Lernt die Methoden, die er anwendet. Möchtest du Saigin live sehen? If you don't already know, he's actually going on tour very soon, guys. Yep. Listen. But what is it about? I'll tell you. How to be a billionaire. No, it's like... It's Illuminati secrets, guys. No, it's just... If you want to be a part of the membership, he's selling seats in Illuminati. It's working. It's happening. It's about how to start a business, you know, all these things. It's actually very useful advice, guys. Like, stuff you can take in to the real world that you don't learn in university. And I've never told before. Whoa. Es gibt für mich nur 6 Gründe, warum Menschen nicht finanziell erfolgreich werden. Und die 3, die dazukommen, die gelten nicht für euch. Darum sagte ich, dass ihr relativ Glück habt, dass ihr in einem freien Land lebt. Ja? Ihr seid nicht zur falschen Zeit am falschen Ort geboren, mit geistiger Behinderung, Schwerbehinderung. Ihr seid nicht mitten im Krieg geboren. Das heißt, diese Gründe gibt es, die sollten wir nicht arrogant vergessen. Es gibt Leute, die einfach sehr benachteiligt sind, wenn sie auf die Welt kommen. Aber dieses Glück habt ihr. So, jetzt gehen wir an die nächsten 6. Und zwar ist Business ein Handwerk. Man kann natürlich sagen, ich kenne einen Analphabeten, der ist erfolgreicher Unternehmer. Natürlich. Es gibt auch Leute, die nicht rechnen können und sind erfolgreiche Unternehmer. Es gibt auch Leute, die verstehen eine Bilanz und eine GmbV gar nicht, aber sind erfolgreiche Unternehmer. Aber guess what? Einer in dem Unternehmen versteht das. Und wenn ihr alles outsourced, also alles anderen Leuten übergibt, dann was ist eure Rolle? Als Geschäftsführer sollte man sein Handwerk verstehen und das nicht unterschätzen. Ihr müsst nicht unbedingt studieren, das ist klar, aber ihr müsst euch das selber beibringen. Zum Beispiel für mich, finde ich wichtig, gerade am Anfang, solltet ihr vielleicht Excel verstehen. Ja? Einfach, oder ein bisschen Grundkenntnisse in Mathematik haben, Grundkenntnisse in der G&V und in der Bilanz, dass ihr einfach versteht, wie Business funktioniert. Es ist nicht nur alles Mindset. Hey guys, so you've seen that the Germany speech was held in German. Obviously, if I go to any non-German speaking country, the speeches will be held in English. So make sure you subscribe and register your city. If you go to startuphero.com/tour, that's where you can do it. And also, you can see links over there where you can see where the next confirmed dates will be with city and when it will be. So make sure you stay on top of it. So when you are on startuphero.com, there's also a community you can register to for free. It's the largest entrepreneurship community and forum in the world where people actually exchange ideas, and that's basically where you can stay on top of these things, get still remain updated, and also get feedback on your ideas from other peers. So thank you, and I'll see you soon. If the goal is to hit once, then it's very risky to only try once. So risky is not doing anything. That's risky.